Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe noch mal ein bisschen gegoogelt. Und ich hatte auch einen netten Kommentar dazu. Das war natürlich nicht den Stein, den wir gesucht haben. Der Stein, den wir da bekommen haben, der hat uns hier im Kompendium, in unserem Tagebuch, bloß einen kleinen Kommentar hinterlassen über die Drachenmodi. Das heißt, wir müssen unbedingt weiter auf die Suche gehen. Wir brauchen allerdings Pfeile dazu. Ich habe gerade schon mal geguckt und es sieht gar nicht gut aus. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir am besten für Pfeile herstellen. Was macht man mal Schönes? Lass mal kurz reparieren. Obsidian-Pfeil ist mir jetzt zu teuer. Frostpfeil, Nadelpfeil auch. Ich würde sagen, wieder Feuerstein-Pfeile, oder? Die waren doch auf jeden Fall nicht so verkehrt. Was haben wir denn einstecken aktuell? Frostpfeile und Feuersteinpfeile. Ja, wir machen wieder Feuersteinpfeile. Und da müssen wir unbedingt auch mal wieder weiterbauen. Dann gib mir hier mal ein paar Federn. Dann bräuchten wir noch ein bisschen Feuerstein. Oh, wir haben bloß noch 24. Und noch mal ein bisschen Holz. Und dann geht das hier weiter. Erstmal die Werkbank verprügelt. Ach, ich bin auch dumm. Ich hämmer hier drauf ohne Ende. Bringt natürlich gar nichts. Dann machen wir erstmal die... Ne, wir kriegen keine 100 voll. Naja, 94. Ist okay. Damit kommen wir erstmal wieder ein Stück weiter. Also, größtes Ziel erstmal den Stein finden, weil ich habe Bock, endlich mit dem Gebirge fertig zu werden. Denn ich kriege so langsam immer mehr Laune, die guten Ebenen zu besuchen. Müssen wir mal schauen. Ich weiß nicht, ob wir hier in allen Gebäuden waren oder nicht. Es waren hier oben. Hier waren wir komplett durch. Das war dann alles hier bloß noch Dunkelwald. Das heißt, sehr viel mehr Gebirge ist hier nicht mehr. Ich weiß halt nicht, ob wir hier nochmal durchrennen. Ob wir da irgendwas übersehen haben. Beziehungsweise waren wir ja noch nicht groß auf der Suche in dem Gebirge. Dann würde ich sagen, wir machen da jetzt nochmal hin. Gucken da nochmal ein bisschen durch. Vielleicht finden wir ja was. Und wenn nicht, dann müssen wir uns mal noch ein anderes Gebirge auf einer anderen Insel suchen. Lassen wir das Portal hier stehen. Wir haben hier noch Silber, ne? Wir brauchen auch unbedingt noch Silber. Ach komm, wenn wir einmal hier sind. Weil dann können wir Frost noch auf die 2 bekommen. 15 Stück waren es, glaube ich. Wir machen jetzt keine reine Silbersammelfolge. Aber wenn wir schon mal hier sind, können wir mal ganz kurz noch ein bisschen reinhacken. Und dann laufen wir hier im Schnelldurchlauf nochmal durch. Eiktür ist bereit. Und da können wir doch mal gucken, ob wir noch was Schönes finden. Bin mal gespannt, wie der Kampf so wird. Ich meine, wir sind relativ gut ausgerüstet, also... Hab schon wieder den Gürtel nicht mehr aktiv, ne? Weil wir die Wünschelrute am Start hatten, genau. Ja, wir sind ja eigentlich relativ gut ausgerüstet, beziehungsweise eigentlich das Maximum. Den Frostner können wir noch ein bisschen höher kriegen. Lass noch mal kurz gucken, hier geht's noch weiter, ne? Ja, nicht, dass wir jetzt hier abhauen und dann bleibt das Ding für immer hier im Boden. Ich glaube, wenn wir es einmal gefunden haben, springt die Wünschelrute auch nicht mehr an. Dann wäre es schlecht, wenn man dann so ein halb angefangenes Ding links liegen lässt, sonst finden wir es halt nie wieder. Ich gehe jetzt hier nicht so tief hier unten rein, das wäre schlecht, ne? Ja, jetzt kloppe ich nämlich immer das Ding da oben mit. Müssen wir uns selber erstmal ein kleines Stück weiter runter katapultieren. Aber hier ist schon noch eine ganze Menge. Vielleicht kriegen wir die 15 ja doch fix zusammen. Sah zum Start gar nicht so aus, als ob da jetzt noch so viel am Start wäre. Ja, wir treffen das Ding da oben mit. Ja, hier kommt auf jeden Fall noch was. Wie sieht's aus? 12 Stück. 14. Ach, komm schon. Gönn noch eins. 15, perfekt. Ja, dann sehen wir, dass hier auch noch was ist.
Dann können wir das auf jeden Fall erstmal so liegen lassen. Heißt natürlich jetzt auch wiederum, dass wir das Portal dort stehen lassen. Dann müssen wir notfalls nachher halt ein größeres Stück wieder nach Hause laufen. Markiert hatten wir es uns ja hier am Silber. Ja, wir merken uns das mal, dass da auch das Portal steht. So, Gebirge ist hier drüben zu Ende. Das heißt, hier ist nicht wirklich was. Wir müssen auf jeden Fall Ausschau halten nach irgendwelchen Gebäuden. Wir rennen hier mit Eiktür nochmal durch. Wir haben ja echt ein geiles Ausdauerbild gerade oder Ausdauerlebensmittel im Bauch. Ich glaube, hier waren wir schon drin, ja. Das heißt, das sollte relativ flink gehen. Und sonst muss man ja gucken. Ich meine, wir haben... Krass, dass man den von so weit sieht. Warum ist er aktiviert? Das verstehe ich nicht. Entweder noch, weil wir irgendwann mal da waren. Noch ein Drachenei. Oh, Wolf gegen Golem. Wolf gegen Golem ist natürlich auch mal interessant. Ja, oder auch nicht. Ich würde sagen, der Wolf hatte eine faire Chance. Ach ja, ich markiere mir das Drachenei jetzt mal hier. Also ich will es jetzt nicht schon wieder mitnehmen, dann ist das Inventar wieder voll und wir haben gerade echt eine andere Mission. Aber einfach so liegen lassen will ich auch nicht. Weil in meinem Kopf sind die Dinger einfach immer noch sehr, sehr wertvoll. Beziehungsweise selten. Ich hatte halt immer das Gefühl, dass die extrem selten sind. Diese emotionale Bindung zum Drachenei werde ich einfach nicht los. Da unten ist noch ein Drache. Und gerade jetzt, wo wir wissen, dass wir damit auch endlose Lichtquellen erschaffen können, wäre es natürlich noch umso ärgerlicher, wenn wir die liegen lassen. So, kleiner Wolf. Hat er mich jetzt schon gesehen? Ach, schade, der hätte mal treffen können. Ich weiß nicht, welchen Weg er jetzt geht, aber er wird einen finden. Kämpft Drache gegen Wolf? Nee, ne? Nö, sieht nicht so aus. Ja, gut, Wolf, ich warte jetzt nicht, bis du hier einmal drum rumgelaufen bist. Tut mir sehr leid. Aber so... Ach ja, aber so wirklich in Erinnerung habe ich auch irgendwie nicht. Irgendwas kam hier gerade noch eingeschlagen. Klang zumindest so. Es hätte ein Drache auf uns geschossen. Ja, irgendwie habe ich nicht so wirklich in Erinnerung, dass wir hier ein großes Steingebäude oder irgendwie sowas gefunden haben. Oder schon mal gesehen haben. Denn das Gebirge ist auch nicht riesig. Ich glaube fast, wir werden hier nicht fündig. Ja, dann müssen wir mal schauen, was wir da am besten machen. Noch ein Wolfi. Hallo, guten Tag. Oh, ich hab doch blockiert. Nimm es auf. Ja, da bleibt uns nicht mehr so viel anderes übrig, als halt wirklich nochmal auf eine andere Insel zu gehen. Jetzt ist die Frage, unser Boot steht noch beim Händler hier oben, ne? Gut, da kommen wir ja notfalls hin. Ein Gebirge haben wir ja relativ viele gesehen gehabt. Hier hinten geht noch ein Gebirge los. Wir sehen jetzt natürlich gerade mit dem Boot hier, aber wir haben doch überall mal so kleine Stücken gesehen. Das heißt, wir müssen uns tatsächlich wieder aufs Boot schwingen. Guck mal, hier haben wir was. Ach komm, jetzt lass einfach den Stein da drin sein und alles, alle Sorgen wären davon. Menno. Bade. Ich guck lieber noch dreimal drumherum. Hier, das ist er. Das ist der Stein, das erkenne ich doch. Nee, schade. Okay. Ah, das heißt natürlich auch so ein bisschen in den Randgebieten mitgucken. Wir sind ja hier schon fast im Dunkelwald. Also reicht es auch nicht, wenn wir einfach nur oben auf dem Gebirge oben drauf unsere Runden drehen. Da haben wir noch einen Wolf. Ui, der hat aber gepfeffert. Der auch. Entschuldigung, ich verdrück mich die ganze Zeit. Tja, das war wohl nichts. Schade. Nee, da müssen wir doch nochmal auf große Reise gehen.
gehe gleich nochmal hier hochschauen. Ob da nicht vielleicht noch irgendwo was war, aber ich glaube nicht. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie der Kampf mit der Drachenmutti wird. Ich weiß gar nicht, ich hatte es, glaube ich, vorhin mal kurz angeschnitten und habe irgendwie den Faden verloren. Ich kenne ja, wie gesagt, noch nichts dazu, was irgendwie, also keine Videos oder Kampftipps oder irgendwas, aber wir sind ja relativ hoch ausgerüstet. Also denke ich mal, es sollte nicht so das Riesenproblem werden. Ich weiß halt nicht, ob wir die im Nahkampf nehmen. Aber so ein Drache halt eigentlich eher Fernkampf. Aber unser Bogen müsste ja... Ach, guck mal, Torga ist auch noch auf der 1. Das hatte ich ja gar nicht mehr auf dem Schirm. Dann brauchen wir wieder Glibber. Wir müssen wieder in den Sumpf, da habe ich eigentlich ganz, ganz wenig Lust drauf. Also, irgendwie sieht es hier nicht so aus. Also wirklich viele Gebäude gab es hier generell nicht in dem Gebirge. Im anderen hatten wir zwei große, glaube ich, die haben wir aber auch beide abgeguckt. Nö. Dann teleportieren wir uns dann zum Händler. Das ist da unten Steinkreis, aber da wird auch nichts sein, ne? Da ein bisschen so aus vom Weiten, als hätte es was sein können. Ja, also ab ins Portal, zum Händler, dort aufs Boot. Für irgendwo ein Wolf. Keine Ahnung, wo er hin ist. Laufen wir jetzt heim? Oh Gott, ich bin ja... Hä? Ich dachte gerade, wir sind hier oben. Nicht denn lang gelaufen. War ein bisschen dumm. Irgendwas war hier gerade, aber ich konnte es nicht genau erkennen. Sah aus wie eine Möwe, die ins Gebirge geflogen ist. Ich habe mich irgendwie gerade ein bisschen verirrt. Entschuldigung. Dachte wirklich, wir sind am ganz anderen Ende vom Gebirge. Läuft doch schon wieder falsch. Na gut, nee, so rum. Ja, dann laufen wir jetzt mal fix nach Hause. Ach, kein Troll. Obwohl, ich würde gerne mal wissen, wie der Frosten auf den Troll reinhaut, ehrlich gesagt. Gar nicht. Oh Gott, aua, ah. Haben wir aber gerade eine auf die Rübe bekommen. Ja, ist ja gut, aber wirklich nicht? Gar nicht? Nee. Okay, wir können wir nicht einfrosten. Schade. Ich dachte, das bringt was. Ja, also wir machen nach Hause. Hauen das Silber gleich mal in die Truhe. In den Ofen. in der Truhe bringt uns nicht so viel. Ja, hauen das Silber in den Ofen. Gucken da dann mal, dass wir Frosten auf die 2 kriegen. Oh Gott, die Ausdauer. Warum hat er den Krautzwerg gerade nicht erwischt? Das war doch mal mega unrealistisch. Und dann ab ins Portal zum Händler, aufs Boot schwingen, nächstes Gebirge suchen und weiter geht's. Anders geht's jetzt nicht, wir machen das so lange, bis wir den Stein gefunden haben. Ich habe mittlerweile wirklich, ich habe es vorhin schon erwähnt und ich habe es auch in den letzten Folgen bestimmt schon 80 Mal erwähnt, aber ich habe echt dolle Bock auf die Ebenen. Das war eine lange Zeit lang so im Kopf, auf gar keinen Fall dahin. Nach unserer richtig geilen Aktion damals mit schön im Gebirge, in den Ebenen sterben. Was haben wir da unten noch für einen Stein? Ja, schön in den Ebenen sterben und... Guck mal, da steht sogar die wirklich direkt an so einem Gebäude dran. Das ist natürlich im dunklen Wald. Das ist der uralte und die waren so richtig klein, die Steine, ne? Ja. Irgendwie verliere ich heute immer die Orientierung. Ja, die Ebenen waren so lange im Kopf so sehr negativ verbunden. Sagen wir es mal so. Durch halt unseren Tod und diese ewig lange Rettungsaktion, um irgendwie unser Zeug wiederzuholen. Mittlerweile denke ich mir, wir haben aber eine gute Chance. Wir haben ja auch eine ganz gute Taktik entwickelt, um die Todeskilos ein bisschen besser zu besiegen. Was macht er denn? Ach cool, der kämpft gegen die, alles klar. Ich würde aber gerne das Wolfsfell noch mitnehmen, wenn es dich nicht stört. Dankeschön. Willst du jetzt nochmal gegen mich kämpfen? Wahrscheinlich schon, ne? Das
sind aber auch echt easy, ne? Ja, wir haben ja eine ganz gute Taktik entwickelt, zwecks den Tod des Kidos. Einmal blocken, dann mit Pfeil drauf. Und ich sag mal, die kleinen Kobolde-Goblin-Typen. Wenn die jetzt nicht gerade in Riesengruppen ankommen, was sie natürlich auch machen, aber sag mal, so einzeln sollten die eigentlich auch kein Problem sein. Und bei großen Gruppen müssen wir halt mal ein bisschen schauen, wie wir da rangehen. Printen auf 73 und direkt in Dungeon gefallen. Steht da oben was? Nee. Sah gerade kurz so ein bisschen aus im Augenwinkel. Wenn wir jetzt auf richtigen Kurs sind, wir sind doch ganz schön weit rausgelaufen. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, in dem Gebirge hier ist nichts, in dem anderen war auch nichts. Kann natürlich sein, dass wirklich irgendwo ganz doof ein kleiner Turm stand mit Stein, den ich einfach nicht gesehen habe, aber im Groben und Ganzen haben wir das Ganze doch ganz gut abgeklabbert. Hey Odin, mein Freund, du stehst in der Luft. Wie geht's dir? Oh, okay, wie immer sehr gesprächig. Dann geht es wieder auf die große See. Vielleicht treffen wir ja diesmal eine Seeschlange. Ich könnte jetzt natürlich die Harpune noch bauen, aber ich leg's drauf an und mach's nicht. Aber man muss auch sagen, wir sind echt lange nicht gestorben, ne? Was war denn der letzte Tod? Ich glaube, der war bei mir, als ich, also ohne Let's Play, als ich runtergefallen bin. Also der letzte wirkliche richtige Tod. So im Sinne von, wir haben es halt einfach. Ach, guck mal, hier steht doch da, wenn die leer ist. Brauche ich gar nicht mal reingucken. Ist gut. Ja, aber der letzte so wirklich richtige Tod, wo wir es einfach nur verkackt haben, weiß gar nicht. Fällt mir gar nicht mehr so richtig ein. Ich finde das irgendwie cool, dass die Skelette mittlerweile so viel hier im Grasland rumrennen und hier alles niedermetzeln. Ist immer schön kostenloser Loot für uns. Man sieht's ja. Es sammelt sich immer eine ganze. Oh, hier ist aber auch viel los, ne? Guckt euch das mal an. Ja, ist gut. Lasst mich in Ruhe. Kämpft mit den anderen Typen. Oh oh. Oh oh. Ach, ich hänge. Komm, box mich mal da hoch, bitte. Ja, komm nochmal. Gib mir eine. Gib mir eine. Warum hänge ich denn jetzt hier so doof? War doch sonst nicht so. Brauchen wir erstmal noch ein bisschen Ausdauer, sonst kommen wir hier nicht rüber gesprungen. Also der Nebel, beziehungsweise der angeleuchtete Regen in den Fackeln hier sieht schon relativ geil aus. Drüben ist alles aus. Die leuchten alle noch. Gut, dann müssen wir mal gucken, wie viel Kohle haben wir hier noch in der ganzen Bude drin. Hier sind noch ganze 5 Kohle drin, damit kommen wir nicht weit. Na. Und jetzt hier erstmal 8 Stück rein und hier haben wir noch ganze 3 Kohle. Dann kommen hier die restlichen 7 rein. Aber wir müssten, glaube ich, noch ein bisschen Kohle hier haben. Jo. Machen wir das nochmal voll, dann kann das hier schön in Ruhe brutzeln. Wenn wir auf großer Entdeckungsreise sind. Das heißt, wir brauchen jetzt gleich aber nochmal 2 neue Portale. Dürfen wir nicht vergessen. Und ich glaube, mit Zutlingkernen wird es langsam knapp. Ich habe so ein bisschen die Vermutung. Nee, 7 Stück. Irgendwie denke ich immer, dass die knapp sind. Dabei sind es gar nicht. Einmal das, einmal das. Dann haben wir hier noch ein bisschen Wolfsfell. Weiß nicht, vielleicht haben wir uns auch gleich schlafen. Dann ist eh erstmal wieder Tag. Ey, wir wissen, nachts auf dem Boot ist immer nicht so das Geilste. Warum sind denn hier Wolfszähne drin? Was ist denn da passiert? Hier, das eine Harz können wir hier mit. Ach komm, jetzt sind die alle voll. Nö. Knochen. Gib mir Knochen. Da unten ist der Knochen. Ein Holz noch. Und ein Nixenschwänzelein.
Perfekt. So, Lebensmittel. Wir bräuchten vielleicht noch ein paar Würste. Ach, Menno. Haben wir noch Innereien? Wir haben eine ganze Menge Innereien. Dann war es noch... Warte mal. Distel waren es noch. Noch normales Fleisch? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, Wildschweinfleisch. Ja, 5 war vielleicht ein bisschen wenig. Machen wir schnell noch ein paar Würste. Wie sieht's denn aus mit der Zeit? Wir sind schon wieder am Folgenende angelangt. Dann müssen wir an der Stelle jetzt doch erstmal Schluss machen. Wir hauen uns hier noch fix die Würste rein. Dann haben wir 19 Stück und können direkt nächste Folge losstarten. Und finden hoffentlich den Stein. So, die Innereien noch weg. Und dann haben wir doch alles. Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Morgen 19 Uhr geht es dann weiter. Bis dahin. Macht's gut.